Baselbieter Polizei hat über die kantonale Kriminal- und Verkehrsunfallstatistik von 2017 informiert. Neben einem weiteren Rückgang bei den Einbruchsdiebstählen um 11% hat auch die Zahl der Verkehrsunfälle um 15% abgenommen. Die Verlagerung vom Personal der Polizeiposten raus auf die Strassen und Plätze zeigt offenbar Wirkung. Mehr Präsenz schreckt Kriminaltouristen ab. Auch die Prävention ist eine sehr wichtige Aufgabe der Polizei und zeigt sehr positive Ergebnisse. Der zuständige Regierungsrat Isa Graber sagt mit Stolz, dass wir insgesamt sehr gut unterwegs sind. Hoch über Hölste streckt ein Kran seinen Ausleger über den Wald. Rund um seinen Standort wird baggert und im Unterholz sieht man seltsame Konstrukte. Hier oben, mitten im Baselbieter Jura, startet die Uni Basel ein einmaliges Experiment. Unter einem künstlichen Regendach werden Wissenschaftler 20 Jahre lang beobachten, wie sich der Wald bei Zeiten von Trockenheit entwickelt. Bis im Jahr 2085 werde es in unserem Gebiet ein Fünftel weniger Regen geben. Darum will man die Auswirkungen auf den Wald erforschen, sagt das Team von Professor Ansgar Kamen. Die Relevanz dieser Entwicklung rechtfertigt die Kosten dieses gigantischen Langzeitprojekts, sagt die Uni Basel und will dort zugleich mit anderen Forschungsanstalten zusammenarbeiten. Unter dem Titel «Urbane Kunst im Galeriehotel» gibt es im Teufelhof zu Basel eine neue Kunstausstellung in der Gang und in 24 Zimmern zu bestaunen. Bis im Januar 2019 werden von der Galerie Artstübli Kunstwerke gezeigt, die ihren Ursprung im urbanen Raum haben. Die Ausstellung wird mit 15 unterschiedlichen Künstlern mit 50 Werken bespielt. Urban Art addiert die unterschiedlichsten subkulturellen Strömungen der letzten 30 Jahre. Begriffe wie Graffiti, Lowbrow, Street Art oder Comic-Kunst verschmelzen mit klassischen Kunstvorstellungen. Die Basel World 2018 ist vorbei. Trotz halbierter Ausstellerzahl und Verkürzung von 8 auf 6 Tagen zieht die Messeleitung eine positive Bilanz, sagt aber klar, dass die Messe immer noch in einem Umstrukturierungsprozess steckt. Die Mehrheit der Aussteller hat sehr gute Geschäfte zu verzeichnen und die wichtigsten Marken werden auch im nächsten Jahr wieder nach Basel kommen. Es gibt aber auch kritische Stimmen von Ausstellern, die sich verunsichert fühlen. Man weiss nämlich immer noch nicht, wohin der Weg führt. Hier nochmal zwei weitere Betriebe aus der Region. Charmex ist 1926 von Max Bürging gegründet worden und die Devise vom Liestler Uhrenfabrikant ist immer noch wie seinerzeit. Meine Kunden sollen nur das Beste für ihr Geld bekommen, hat er gesagt. Mit der Swiss Military Marke hat man eine Uhr für höchste Ansprüche im Sortiment. Polizei, Sportler oder Militär nutzen sie wegen ihrer Zuverlässigkeit und Robustheit. Charmex ist immer noch ein Familienbetrieb und wird heute von Frank Bürging geleitet. Grovana Uhren AG ist ein unabhängiger Familienbetrieb mit Sitz in Tenningen, der im nächsten Jahr das 95-jährige Jubiläum feiern kann. Im eigenen Atelier werden die Uhren noch von Hand zusammengesetzt. Ihre beiden Marken sind Grovana und Swiss Alpine Military. Das Innenleben besteht mehrheitlich aus Ronda Quarzwerk und ETA Automaten. Die Baselbieter Uhrenfirma bietet ihren Kunden hochwertige Uhren mit grosser Präzision an. Exportiert wird in über 60 Länder. Weil man von der Qualität überzeugt ist, gibt es auf jede Uhr 3 Jahre Garantie.